Hallo YouTube, Simon von Games und Tables wieder hier. Joscha mit dabei, denn wir machen weiter mit Welle 10. Und wir haben jetzt erstmal nur zwei Schiffe stehen, aus Platzgründen. Das dritte kommt dann später, wenn es soweit dran ist. Und zwar haben wir jetzt das Y-Shuttle, den Rebellen-TIE Fighter und den Quad-Jumper gleich noch. Und in genau der Reihenfolge werden wir sie jetzt vorstellen. Fangen wir an mit dem Y-Shuttle, wieder eins mit Club-Action. Hey. Was hier auch sehr praktisch ist, denn wenn man die Flügel hochklappt, dann passen auch Schiffe drumherum. Ja. Ich habe jetzt den nur auf einen Pin. Ich finde den auf zwei Ja. Pins, dann fliegt er so ganz extrem hoch. Sieht nicht so schön aus und kippt dann meistens auch irgendwie so ein bisschen um oder die Pinne brechen oder was auch immer. Finde ich auf einem Pin ein bisschen schöner und wie gesagt, im Notfall klappt man halt Flügel hoch. Und stört dann auch niemanden Nö, wirklich. großartig. Ansonsten ein sehr schönes Modell und vor allem auch ein sehr starkes im Spiel. Denn gehen wir direkt auf den ersten Piloten, den Pilot der Starkiller Base oder Death Star 3. Pilotenwert 2 mit einem 4er Primärwaffenwert. Ja, Das ist eine das Ansage. zweite imperiale Schiff mit dem 4er Wert. Wendigkeit 1, ist ein Shuttle. 6 Hülle, 6 Schilde, 30 Punkte. 12 Lebenspunkte. Ist auch eine große Ansage. Ordentlich. Fokus, Zielerfassung, Coordination. Für den interessierten Zuschauer, Coordination ist eine Aktion, die es vorher nur im Epic-Maßstab Genau. gab. Es hat jetzt den Weg in normale, also in Turnierspiele Genau. Und reingefunden. es besagt, das Shuttle macht die Aktion koordinieren, ist dann seine Aktion und erlaubt einem anderen freundlichen Schiff auf Reichweite 1 bis 2 eine freie Aktion durchzuführen. Das ist koordiniert. Ja, Macht sehr, also für sehr so gut. ein Unterstützungsshuttle sehr viel Sinn. Dann die Slots, Systemslot, zwei Crew-Slots, zwei Technik-Slots. Zusätzlich natürlich zu Titel und Modifikation. Für glatte 30 Punkte, Pilot mit 2, schon super. Also wirklich, wirklich super. Ja, halt Angriffspotenzial mit 4 Würfeln, 12 Lebenspunkte, sehr viele Lebenspunkte in dem Sinne für 30 Punkte, sehr stark auch. Wir haben den Systemslot für Feuerkontrollsystem, wir haben den Crew-Slot für den Bordschützen und dann sind wir mit dem 37-Punkte-Schiff da, das einfach vier Angriffswürfe in Masse immer wieder auf den Gegner drauf ballert. Ja, also aua, aua, Dieses Schiff kann aua. sich auch etwas Echt? bewegen im Vergleich zum Lambda-Shuttle. Etwas, Es hat ja. auch das rote Stehenbleiben. Es hat aber auch rote Einser-Ecken. Was? Hat einen weißen Einser-Bank, weiß 1 geradeaus. Weiße Zweier-Ecken, Im Vergleich zum Lambda-Shuttle, zwei wo sie Ecke ist rot rot. sind. Und die einzige Ecke dort ist, hier hat es jetzt schon Einser-Ecken und Zweier-Ecken. Ja. Und die zwei sind weiß, also es kann auch mal ein bisschen Kurven fliegen. Grüne Zweierbanks, grün zwei geradeaus. Rote Dreierecke. Also alle Alle Eckenmanöver. Ecken, ne? Auch wenn man nicht so viel rot hintereinander fliegen kann, sind sie wenigstens da, um es mal zu tun. Und in so einer Gunner-Feuerkontrollsystem-Kombo fliegt man gerne mal rote Manöver, denn Aktion braucht man ja nicht. Nö. Dreierbank weiß, drei geradeaus weiß und damit sind wir auch durch. Kein Vierer-Manöver und natürlich auch kein K-Turn. Aber für ein Shuttle doch eigentlich ein ziemlich gutes Manöverrad. Sehr beweglich. Einser-Ecke, ziemlich geil für ein Ja. Vierer-Angriffsschiff. Das kennt man bei der VCX bisher. Dreiecke ist auch in Rot, auch bei der VCX, auch ziemlich gut. Es ist überraschend Und mobil da auf dem das Feld. Imperium den Wingman Deluxe hat, Epsilon Leader, Pardon. kann man auch jede Runde ein rotes Manöver fliegen. Also entweder die ganze Zeit stehen bleiben oder Einser Ecke auf Einser Ecke kombinieren oder Einser Ecke Dreieck, was auch immer. Stehen bleiben, Dreiecke, was auch immer. Man hat einfach die Möglichkeit, jede Runde rotes Manöver fliegen, solange Epsilon Leader in Range 1 bleibt und den Stress wegnimmt. Ja, ziemlich cool. Der gepaart mit dem inspirierenden Rekruten aus dem letzten Video sogar zwei Stress auf einmal von Ja. einem Schiff wegnehmen Ja, kann. stimmt. Und der hat ja auch seine zwei Crewslots in dem Sinn. Der hat zwei Crew-Slots, ja. Ziemlich cool. Dann, bevor zu Ausrüstungskarten kommen, kommen wir zu den nächsten namhaften Piloten erst, denn dieses Schiff hat jetzt zwar auch einen Titel, aber keinen, der eine großartige Sonderregel für 0 Punkte ist, sondern halt einen einzigartigen Titel. Lieutenant Dormitz ist jetzt nicht der Titel, sondern der nächste namhafte Pilot. Für Pilotenwert 3, 31 Punkte und absolut das Lieblingsschiff von dieser ganzen Auswahl der Y-Shuttles. Kein Elite-Pilot-Slot, aber die Fähigkeit während des Spielaufbaus dürfen freundliche Schiffe überall auf der Spielfläche in Reichweite 1 bis 2 zu dir platziert werden. Also, auch außerhalb der normalen Aufstellungszone. Er steht mit Pilotenwert 3 relativ früh. Danach stellt man den Rest, der nach ihm aufgestellt wird, oder halt Pilotenwert 3 gleichzeitig theoretisch aufgestellt wird, auf Reichweite 1 bis 2. Und da ist wichtig, nicht
innerhalb, komplett innerhalb Reichweite 2, sondern in Reichweite 2. Das heißt, man kann den Reichweite 2 Start nehmen, vorne an seine Base stecken und dann an den Stab berührend das Schiff, das man aufstellen möchte. In Anführungsstrichen, weil Aufstellungszone ist in, eine ja, Reichweite 2 Bubble um sich herum. Du willst nicht außerhalb des Spielfelds aufstellen, also eine halbe. Kann man ja auch. Und das Touching, das ist schon eine sehr, sehr hohe Reichweite, wo man Schiffe einfach in das Spiel stellen kann. Und der Unterschied ist auch, es gab ja diese Mechanik schon beim neuen Han Solo aus dem Heroes of the Resistance Pack, der sich selbst halt beliebig auf dem Spielfeld aufstellen kann, solange er mehr als Reichweite 3 Abstand zu Gegnern hält. Das ist auch eine nette Fähigkeit, wenn auch nicht so stark, weil er ist halt, er steht dann irgendwie alleine da und kann vom Gegner relativ schnell vielleicht auch angegangen werden. Er ermöglicht es seinen anderen Staffelgefährten. Und dadurch kann man dann eine Reihe von TIE Fightern, die Piloten mehr 3 oder höher haben, direkt vor seiner Nase in Abstand 2 zu ihm aufstellen und somit dem Gegner schon fast direkt ins Gesicht werfen. Man kann auch andere Schiffe damit kombinieren. Da braucht man aber eine Ausrüstungskarte zu, komme ich deshalb gleich zu, nachdem die Piloten vorgestellt sind. Ja. Auf jeden Fall eine coole Art, das Aufstellungsspiel schon mal in interessante Bahnen zu lenken. Ja, ich habe es letztes Video gesagt, ich liebe Aufstellungs-Shenanigans, irgendwie an der Aufstellung so ein bisschen rumzuschrauben und den Gegner in Schwierigkeiten oder in Verwirrungen zu werfen, und mit ihm hat man noch mehr Tools, um noch mehr Unfug zu betreiben und den Gegner noch mehr in einen Zustand von was zur Hölle passiert hier gerade zu setzen. Ja, definitiv. Major Striden ist Pilotenwert 4 für 32 Punkte. Was deine Aktionen und Aufwertungskarten betrifft, darfst du freundliche Schiffe in Reichweite 2 bis 3 behandeln, als wären sie in Reichweite 1. Seine Fähigkeit entsprechend, und er hat auch keine Elite-Slot, nur für eine Handvoll Ausrüstungskarten nutzbar. Das sind wirklich nicht viele, nein. Aber dafür auch relativ gut. Ein paar Ausrüstungskarten kommen hier drin mit, ein paar gibt es aber schon. Beispiel der Systemoffizier. Ist ein Imperial-only Crewmitglied für, ich glaube, 2 Punkte. Nachdem du ein grünes Manöver ausgeführt hast, darf ein anderes freundliches Schiff in Reichweite, oder darf ein freundliches Schiff in Reichweite 1 zu dir eine Zielerfassung durchführen. Es ist, glaube ich, es ist ein anderes freundliches Schiff. Und durch seine Fähigkeit wäre das dann quasi Reichweite 1 bis 3. Um die Zielerfassung für ein anderes Schiff zu ermöglichen. Er erhöht einfach die Zusatzreichweite quasi. Sie zählen halt immer als Reichweite 1, selbst wenn sie in Reichweite 3 stehen. Also ziemlich cool. Dann gibt es noch den Flottenoffizier. Als Aktion gibst du einen Fokusmarker auf bis zu 2 freundliche Schiffe in Reichweite 1 bis 2, bei ihm entsprechend 1 bis 3. Danach kriegt er einen Stress. Auch der ist dann hier nochmal ein Quäntchen besser. Und noch ein paar andere Karten, und hier kommen auch gleich noch welche, kommen wir gleich drauf. Der letzte Pilot ist Kylo Ren himself. Ich hoffe, er hat die Maske auf, denn man sollte ja mit Helm fliegen. Oh. Schenkelklopfer. Pilotenwert 6, 34 Punkte mit Elite-Slot. Ne? Kylo Ren ist cooler Typ, hat einen Elite-Slot. Und die Fähigkeit, das erste Mal, wenn du in jeder Runde von einem Angriff getroffen wirst, ordnest du dem Angreifer die Zustandskarte Ich zeige dir die dunkle Seite zu. Mhm. Und da kommen wir auch schon zum neuen Element in dieser Welle. Genau, das Zustandskarten. Da sind hier in dem Paket 2, gleich beim TIE Fighter noch eine und beim Quad Jumper noch eine. Also eine Menge neue Zustände. Richtig. Und diese Zustände, kann man plump sagen, sind sowas wie Stressmarker, wie Ionenmarker, sonst was. Nur haben sie ihren eigenen Effekt. Und da sie recht speziell sind, haben sie keinen richtigen Marker dafür in Masse produziert, sonst was, sondern nur einen kleinen Marker und halt eine Karte dazu, weil es halt keine generelle Regel großartig ist. Ja, also ich glaube, je nach Karte halt entsprechenden kleinen Marker, genau, den man dann noch zusätzlich ausfällt. Bei dem Marker hier ist dann entsprechend Kylo Rens Gesicht mit Maske drauf. Und die Ich zeige dir die dunkle Seite Karte besagt, sobald diese Karte zugeordnet wird, falls sie nicht bereits im Spiel ist, durchsucht der Spieler, der sie zugeordnet hat, den Schadenskarten nach einer Schadenskarte mit dem Attribut Pilot und darf sie offen auf diese Karte legen. Dann mischt er den Schadensstapel. Sobald du während eines Angriffs kritischen Schaden nimmst, wird dir stattdessen die gewählte Schadenskarte offen zugeteilt. Sobald keine Schadenskarte auf dieser Karte liegt, wird sie entfernt. So, wieder einmal ein Roman an Text. Auf einer so kleinen Karte. Also, dieser TIE Fighter schießt auf Kylo Ren, der als Pilot hier ist. Und
Er wird getroffen, wenn ich gerade eins, ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Dann verpasst man dem den Zustand, ich zeig dir die dunkle Seite. Geht das Schadensdeck, und ich, soweit ich das verstanden habe, des Gegners durch, ja, geh davon aus, sucht einen Pilotencrit, in den meisten Fällen geblendeter Pilot, aber auch Pilot mit 0 oder solche Sachen können mal reizvoll sein, raus, legt das hier drauf, und sobald dann irgendwann dieser TIE-Fighter von einem Angriff einen kritischen Treffer erhalten würde, kriegt er stattdessen diesen Pilotencrit. Genau. Weitere kritische Treffer generieren wie normal weitere kritische Treffer, aber der erste Crit ist automatisch der, der durch ich zeige dir die dunkle Seite ist, rausgezogen worden ist. Auf der anderen Seite ist, also ich finde diese Mechanik ist interessant, und man kann dem Gegner so gezielt einen geblendeten Piloten halt vor allem draufsetzen, dein nächster Angriff geht halt automatisch fehl, ist halt sehr, sehr praktisch. Kann man weiter ausreizen, wenn man die Darth Vader Crew spielt? Denn der sagt, nach dem Angriff fügst du dem Gegner einen Crit hinzu. Und dann sagt man, statt dass irgendwie ein Schild weggeht oder sonst was, hier hast du den geblendeten Piloten. Ja, ich zeige dir die dunkle Seite einfach so. Richtig. Denn das ist auch hier der Punkt, wenn er kritischen Schaden nimmt, es ist nicht entscheidend, dass er eine kritische Schadenskarte nehmen würde, sondern nur, dass kritischer Schaden durchkommt. Auch wenn er von Schilden abgefangen werden würde. Ja. Es ist immer noch quasi kritischer Schaden, der am Schild abbleibt. Wird stattdessen dann ich zeige die dunkle Seite, Crit-Effekt, der halt da ausgesucht wurde, wird der zugewiesen. Kylo Ren gibt es auch als Crew mit einem ähnlichen Effekt. Hier ist es allerdings eine Aktion. Er kostet 3 Punkte und als Aktion ordne einem feindlichen Schiff in Reichweite 1 bis 3 die Zustandskarte, ich zeige dir die dunkle Seite zu. Kann natürlich nicht auf Kylo Ren im Shuttle gespielt werden, aber Kylo Ren als Crew, ich habe es mal einmal ausprobiert, Kylo Ren als Crew und Darth Vader als Crew mit Advanced Sensors auf dem kleinsten Y, oder auf dem Lieutenant Dormitz, von wegen, ich fange an vor meinem Manöver, Aktion, ich gebe dem Gegner eine dunkle Seitkarte, also eine Condition, dadurch einen Crit eventuell, hab später meinen Schuss und nach dem Schuss benutze ich Vader, um ihn direkt diesen Crit durchzudrücken. Ja. War aber so teuer, die Kombination, und das Shuttle war so stark bearbeitet worden, dass es nicht zustande kam. Also sehr konstruiert, sehr teuer und nicht sonderlich effektiv gewesen. Leider nein. Die Mechanik zwar an sich nett, aber es gibt sowieso noch eine Karte, die diese Mechanik komplett hart auskontert. Entschlossenheit. Ja, Entschlossenheit. Oh, ich kriege einen Crit mit Pilotentrade, genau. Ist mir egal. Entschlossenheit für einen Punkt. Pilotencrits werden einfach abgeworfen. Ist zwar ein Elite-Slot, den man nicht immer dann auch ausrüstet, aber bei manchen Schiffen, gerade bei Eukon zum Beispiel, also Dezimatoren, ist der sehr reizvoll, weil die eh viel Hülle haben, dazu neigen, viele Crits zu kriegen und dann Pilotencrits zu ignorieren, ist schon praktisch. Vollkommen, definitiv. Ist halt eine nette Mechanik, aber ich finde sie insgesamt nicht so stark. Kommen wir zu Ausrüstungskarten an sich und da haben wir zuerst einmal Schnellfeuer. Die Karte gab es schon im Heroes of the Resistance. 2 Punkte, Elite-Slot ist hier zweimal enthalten. Nachdem ein feindliches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, darfst du diesen Angriff auf das Schiff durchführen. Das hat Reichweite 1 und 2 Würfelwert. Das heißt, der Gegner muss quasi in Reichweite 1 im Feuerwinkel, und zwar im primären Feuerwinkel des Schiffs, stehen bleiben. Aber bevor er seine Aktion macht, darf man dann diesen 2 Würfelangriff machen. Wichtig, bei dem Angriff greife ein Schiff an. Du darfst deine Angriffswürfel nicht modifizieren und in dieser Phase nicht erneut angreifen. Heißt, in dieser Phase ist halt die Aktionsphase. Genau, die Ausführungsphase, Manöverphase. Das heißt, Schnellfeuer kann nicht mehrmals pro Phase benutzt werden. Man kann aber auch keine Kombination machen aller Schnellfeuer-Gunner. Nein, weil der Regeltext von Schnellfeuer sagt, danach gibt es keine Angriffe mehr. Und in dieser Gunner, Phase. In dieser Phase und Gunner überschreibt das nicht. Kann er nicht. Richtig. Trotzdem kann es halt nett sein. Viele haben es gespielt mit A-Wings, die einen zweiten Elite-Slot dazu kombinieren mit Juke. Denn ja, man kann seine Angriffswürfe nicht modifizieren, aber wenn man mit Juke, also Finte, dem Gegner ein Ausweichen auf ein Auge dreht und er noch keine Aktion gemacht hat, kann er halt seine auch nicht modifizieren. Und so kann man eventuell Schaden durchkriegen. Ist definitiv eine nette Kombination und ist auch im Video von Alaris Prime 3, wo ich glaube, das ist das sogar das erste Spiel, wo die HWK erfolgreich an Schnellfeuer stirbt. gut, sie ist an allen erfolgreich gestorben, aber in dem Spiel ist es an Schnellfeuer gewesen. So, die nächste Karte, die im Grunde zu Schnellfeuer passt, ist Einsatzspezialist. Eine Crewmitglied für 3 Punkte, limitiert, also maximal einmal pro Schiff. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 oder Striden 1 bis 3 einen Angriff durchgeführt hat, der nicht trifft,
darfst du einem freundlichen Schiff in Reichweite 1 bis 3 des Angreifers einen Fokusmarker zuordnen. Das ist ziemlich reizvoll, dadurch, dass man den Angriff von Schnellfeuer nutzen kann, der halt nur 2 Würfel ist. Man kann es nicht modifizieren. Wenn dieser Angriff komplett fehlschlägt, kriegt man über den Einsatzspezialist seinen Fokusmarker. Hier steht nicht andere Schiffe, hier steht ein freundliches Schiff. Ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 macht einen Angriff, der nicht trifft, dann darfst du einem freundlichen Schiff in Reichweite 1 bis 3 einen Fokusmarker geben. Das heißt, es kann der eigene Angriff sein, der nicht trifft, und man kann sich selbst Fokus geben, man kann aber auch einem anderen Schiff Fokus geben. Dann kann man, noch dazu muss man sagen, ich habe das im letzten Video zu der HWK ein bisschen falsch gesagt, mit dem Zwillingslasergeschütz, wurde gut auf jeden Fall von euch dann korrigiert. Mhm. Das Zwillingslasergeschütz sind zwar 2 Angriffe laut Kartentext. Es ist trotzdem nur ein Angriff. Genau. Effekte, die auf einen Angriff triggern, also darauf auslösen, kommen nach dem zweiten Angriff erst. Und damit das Zwillingslasergeschütz den Einsatzspezialisten auslöst, müssen beide fehlschlagen. Und das heißt, die Kombination, die ich da vorgestellt habe, funktioniert leider nicht. Ja. Da bin ich auch selber nochmal in die Timing-Falle getreten, weil es ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn halt irgendwo steht, das sind 2 Angriffe und nach dem Angriff kannst du, aber das Timing-Fenster kommt halt erst später und so weiter. Ja. Also das funktioniert nicht. Und insgesamt finde ich einen Einsatzspezialisten ist aber auch so nicht so cool, denn eigentlich würde man halt lieber einen Angriff machen, der trifft. Ja, das ist meistens so. Lieber treffen und Schaden verursachen, ja, statt nicht und, treffen. Und 3 Punkte in eine Karte zu investieren, die sagt, wenn du nicht triffst, dann kriegst du X. Und in dem Fall, also ja, ein Gunner hat im Grunde die gleichen, aber mit einem Gunner machst du halt einen neuen Angriff. Das heißt, da kannst du wieder Schaden durch generieren. Hier sagst du, okay, keine Ahnung, Schiff X hat nicht getroffen, also gibt es einen Fokus auf Y, damit der dann wenigstens vielleicht trifft. Mhm. Finde ich nicht so cool, aber in der Schnellfeuerkombination, also zum Beispiel die Pilotenwert 5 Bomber mit dem TIE Shuttle, Upgrade, kriegen Schnellfeuer, kriegen einen Einsatzspezialist, machen ihren Schnellfeuerangriff, entweder macht er Schaden und wenn er nicht trifft, können sie einen Fokus generieren und mit einem Primärwaffenschuss hinterher setzen. Ja, das heißt, sie hätten theoretisch eine Aktion frei für dann Fassrolle oder sogar Target-Lock. Genau, richtig. Das ist schon einfach ziemlich cool dann. Ja. Und da kann man dann sehen, es ist halt eine 5-Punkte-Investition nochmal zusätzlich zu dem Bomber, aber da generiert man dann halt für den Schnellfeuerschuss, der wahrscheinlich nicht trifft, das ist ja immer dahingestellt, noch einen Fokus und kann dann potenziell noch ein bisschen mehr Schaden fahren. So, nächste Crewmitglied ist General Hux. Nur für das Imperium, selbstverständlich, so wie auch Kylo Ren als Crewmitglied nur für das Imperium ist. 5 Punkte, Aktion, wähle bis zu 3 freundliche Schiffe in Reichweite 1 bis 2, ordne jedem dieser Schiffe einen Fokusmarker zu und ordne einem von ihm die Zustandskarte fanatische Ergebenheit zu. Dann erhältst du einen Stressmarker. Einer hat es mal nett formuliert, habe ich in einem Post irgendwo gelesen, dass er der Flottenoffizier auf Koks ist. Der Flottenoffizier hat 2 freundliche Schiffe auf Reichweite 1 bis 2 gewählt, er wählt sogar 3 Schiffe und sagt sogar einem nur fanatische Ergebenheit, kostet halt 2 Punkte mehr als der Flottenoffizier, aber die fanatische Ergebenheit, auch eine Condition Card mit seinem Gesicht als Token. Sobald du dich verteidigst, darfst du keine Fokusmarker ausgeben, nur noch offensiv die Fokus von dem Typ, der diese Condition kriegt, aber sobald du angreifst und falls du einen Fokusmarker ausgibst, um alle Augen in Hits zu ändern, lege das erste Auge beiseite, das du geänderst. Der beiseite gelegte Hit, der dadurch generiert wurde, darf nicht von Verteidigungswürfen negiert werden, aber der Verteidiger darf Crits negieren, bevor er dieses negiert. In der Endphase wird diese Karte abgelegt. So, wieder ein ellenlanger Text und ein paar Formulierungsfehler. Ich habe es schon halb korrigiert, denn das beiseite gelegte Hit darf nicht von Verteidigungswürfen negiert werden, ist aber gut. Aber der Verteidiger darf Crits negieren, bevor er es negiert. Das ist die Regelung, normalerweise darfst du Crits erst negieren, wenn du alle normalen Hits negierst. Hm. Du kannst sie nicht negieren und damit da jetzt nicht diese Regellücke entsteht, dann kannst du auch keine Crits mehr negieren. Haben sie gesagt, du kannst Crits negieren, bevor der negiert wird, aber der kann halt nicht negiert werden. Da ist so ein bisschen so eine Stolperfalle, muss man ein bisschen aufpassen. Formulierung halt, ne? Genau. Und naja, sobald du angriffst, falls du einen Fokusmarker ausgibst, um alle Augen in Hits zu ändern, lege das erste Auge beiseite, das du änderst. Ist halt dann irgendwie klar, ne? Hilft halt nur, wenn man auch wirklich Augen ändert. Man kann nicht einen normalen Hit zur Seite legen.
Man darf sich nicht mehr mit seinem Fokus verteidigen, ist okay. Und ist dann eher was für, ja. Eine Menge kleine Thais als Beispiel, wo einfach der eine, falls er nicht verteidigen kann, Zulasseffekt genau. generieren kann. Richtig, also es ist definitiv ein Crewmitglied für Schwarm-Konstellation, oder halt Konstellation mit mindestens drei Schiffen, tendenziell auch mehr gerne mal. Er verteilt drei Schiffen Fokusmarker, die haben vielleicht vorher mit ihrer Aktion die anderen Schiffe selber dann irgendwie Zielerfassung genommen oder Fassrolle oder Ausweichen, was auch immer. Er gibt Fokusmarker heraus, kann sich natürlich auch selber eingeben, ist wieder nicht andere Vorstichschiffe, sondern drei freundliche Schiffe. Und einer kriegt halt die Fanatical Devotion, wie es in Englischen heißt, die fanatische Ergebenheit, um defensiv einen Hit durchzukriegen. Das könnte auch sich selbst geben. Er kann einen Fokus sich selbst geben, er kann die Condition sich selbst quasi geben. Und wenn man General Hux auf dem Y-Shuttle spielt, was nicht zwingend erforderlich ist, aber man kann es machen, das Shuttle braucht den Fokus defensiv nicht, es hat eh nur Einwendigkeit, kann man da wirklich einen guten Mehrwert generieren, dadurch, dass man E4 angeswürfelt. Ja. 5 Punkte, relativ teuer, aber der ist... Der bringt halt echt viel auf. Genau, und er ist auch wieder ein, der durch Major Striden auf Reichweite 1 bis 3 erhöht wird in seinem Effekt. Dann haben wir 2 Tech-Upgrades, jeweils 2-mal drin. Wir fangen an mit dem Hyperwellen-Kommunikationsscanner, da ist schon der Roman im Titel. Ein Punkt zu Beginn, und das hat 2 Effekte, müssen wir kurz getrennt haben. Der erste Effekt, zu Beginn des Schritts Streitkräfte platzieren, darfst du wählen, deinen Pilotenwert bis zum Ende des Schritts wie 0, 6 oder 12 zu behandeln. Das heißt, das Schiff, das den ausgerüstet hat, kann mit Pilotenwert 0, 6 oder 12 aufgestellt werden. Kann, muss nicht. Man kann auch seinen normalen Pilotenwert behalten. Der zweite Effekt ist, während des Spielaufbaus, nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 zu dir platziert worden ist, respektive 1 bis 3 Major Striden, darfst du ihm einen Fokus- oder Ausweichmarker zuordnen. Und das kostet nur einen Punkt. Für einen Punkt halt, ne? So, jetzt spinnen wir mal wieder mal ein bisschen rum. Wir haben Lieutenant Dormitz, der schon Aufstellungsschwierigkeiten an sich hat. Schon cooler, ja. Kriegt Hyperwellen-Kommunikationsscanner. Und mal angenommen, wir hätten irgendwie zu viel Geld und haben uns noch 2 weitere Y-Shuttles gekauft. Ja. Und dann verpassen wir jedem dieser Shuttles den Hyperwellen-Kommunikationsscanner. Und sagen für alle 3 Schiffe, wir stellen die mit Pilotenwert 12 auf, weil wir es können. Das heißt, der Gegner stellt seine gesamte Staffel hin und dann reagiert man darauf. Stellt seinen Dormitz auf, in seine Aufstellungszone, irgendwo gegenüber vom Gegner. Mit Piloten 12 hat. Dann stellt man die anderen beiden Shuttle touching auf Range 2 zu Dormitz mit der Hinterkante der Base. Das heißt, sie stehen schon fast an der Mittellinie. Reichweite 3 sogar fast quasi. Das erste, das hingestellt wird, bekommt durch ihn dann sogar noch einen Fokusmarker geschenkt zum Beispiel oder einen Ausweichmarker. Das zweite kriegt durch ihn einen Ausweichmarker, kriegt durch diese Shuttle einen Fokusmarker geschenkt. Weil es auch ein Hyperwellen-Kommunikationsscanner hat. Und dann fängt die erste Runde an. Man fliegt einfach aggressiv auf den Gegner geradeaus zu. Hat 2 Schiffe mit Pilotenwert mit Angriffswert 4, die für ihre Aktion einfach eine Zielerfassung nehmen. Ja, weil sie haben ja schon den Fokus. Haben sie schon geschenkt. Er fliegt einfach mal hinterher. Kann dann noch sagen, Koordination, gibt noch einem irgendwie eine Aktion, falls nötig. Nochmal ein Fokus. Oder macht irgendwelche anderen Spaß-Shenanigans im Hintergrund, was auch immer dann nötig ist. Koordination in Fokus. auch das kann man machen. Man könnte sagen, er koordiniert das Schiff, damit das Schiff koordiniert, damit das Schiff ihn koordiniert und er dann einen Fokus sagt oder so. Das geht dann, weil man es kann. Genau, warum? Weil. man kann aber lustige Ketten machen, um mehr die Reichweite zu erhöhen. Das stimmt auch. Allerdings. Ja. Na, auf jeden Fall steht man dann mit 2 Shuttles vor der Nase des Gegners, die jeweils Fokus-Target-Lock haben, 4er Würfelwert, und in Runde 1 einfach sagen, wir fangen jetzt an zu kämpfen, ob du willst oder nicht. Ja, das ist. Normalerweise gibt es ja die Regel der 11. Ja. Das heißt, wenn die Manöver der einen und der anderen quasi 11 ergeben, ist man auf Reichweite 3, also in Kampfreichweite. Mhm. Und die hebeln die Regel der 11 einfach mal komplett auf. Die reduzieren die Regel der 11 extrem auf die Regel der 4. Das heißt, die fliegen 3 Galaus und sind da. Sie stehen ja, Reichweite 2 ist 5, das 5er Manöver plus die Base sind 2. Yeah. Das heißt, eine 7er Bewegung haben die quasi schon hinter sich. Das heißt, sobald
sie selber mit Baselänge und Bewegung und der Gegner mit Baselänge und Bewegung insgesamt 4 Bewegungspunkte zurücklegen. Das ist, selbst wenn beide eins gerade ausfliegen, immer noch da, dann schießen sie auf Range 3 aufeinander. Ja, bam. So, natürlich wollen sie ein bisschen schneller fliegen, damit sie halt in die Reichweite kommen, um ihre Zielerfassung anzusagen. Das heißt, sie fliegen dann vielleicht selber schon Range Speed 3 oder so. Dann sind sie auf jeden Fall in Range, um die Zielerfassung anzusagen. Und auf das erste Schiff in der ersten Runde direkt loszuballern mit 4 Würfeln Fokus Tagelock. Ja, und keine Sorge, sie können sich auch drehen mit der 1er Ecke. Oder 2er Ecke in was. Ja, also erstmal machen sie ziemlich viel Druck. Ja. Dann denkt sich der Gegner auch, verdammt, da muss der langsam auf die zufliegen. Sie bleiben einfach mal eine Runde stehen. Ja. Dann können sie zwar nicht per Koordination eine Aktion bekommen, weil sie halt gestresst sind, aber sie haben einfach mal ein Feuerkontrollsystem an Bord, dass sie nur in ihrem Angriff sowieso wieder einen Tagelock haben. Also sollten sie auf ein großes Schiff geschossen haben, das dann den Angriff vielleicht überlebt hat, dann gibt es halt nochmal eine Runde. Und dann hat er einfach, Dommitz kriegt dann vielleicht Hacks, ich weiß jetzt nicht, ob die Punkte passen, das sind 91 plus 3 sind 94, nee, wenn Feuerkontrollsysteme drauf sind, sind ist Hacks nicht mehr dabei. Aber naja, egal, das ist, ne, die Vorstellung alleine ist schon ziemlich großartig. Ja, ja, und wie heißt es, das ist, ich mag es nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich hatte bisher noch nicht das Vergnügen, zu viel Geld zu haben. Ja, Gott sei Dank. Deshalb habe ich bisher nur ein Shuttle, aber vielleicht irgendwann. In der Zukunft. Oder mal so ganz anders, falls ihr das auf dem Channel sehen wollt, ne? Man kann uns sponsern. Ja. Nein, Spaß. Das ist halt eine absurde Kombination, es gibt auch andere lustige Sachen, man kann einen Oikon den Gegner in Runde 1 ins Gesicht werfen. Ist auch gut. Man kann mit Death Rain in Runde 1 dem Gegner Clustermine ins Gesicht werfen. Auch gut. Es gibt viele Möglichkeiten mit Dormitz und den Hyperwellen-Kommunikationsscanner ohne Ende Unfug zu machen. Das Lustige ist, Death Rain hat Pilotenwert 6. Das heißt, man stellt ihn dank Hyperwellen-Kommunikationsscanner auf Pilotenwert 6 auf, dann stellt man Death Rain auf. Ja, und dann. Der dann aber im Pilotenwert 0 fliegt, wegen Enhanced Scopes. Und dann 3 Bank. Wie gesagt, Boost, es gibt auf imperialer Seite so ein paar Schiffe mit coolen Möglichkeiten, dem Gegner einfach vorne hin zu sagen und sagen, hier, deal with it. Ja, es macht einfach viel zu viel Spaß, mit der neuen Welle Unfug zu betreiben, wie ich vorhin schon gesagt habe. So, der andere Tech-Slot. Zielsynchronisiersystem. Was für ein Name? Ein Zungenbrecher. Ne? Ein Zielsynchronisiersystem. Ja, das Ding. Für 3 Punkte. Meine Güte, ja. Targeting Synchronizer im Englischen. Oh. 3 Punkte Techslot. Sobald ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 oder Major Striden 1 bis 3 ein Schiff angreift, das du in der Zielerfassung hast, behandelt das freundliche Schiff das Stichwort Angriff Zielerfassung wie Angriff. Fertig. Dann, zweiter Effekt, weist ein Spieleffekt jenes Schiff an, eine Zielerfassungsmarke auszugeben, darf es stattdessen deine Zielerfassungsmarke ausgeben. Da steckt jetzt auch wieder ein bisschen Support drin. Und zwar, Angriff-Zielerfassung wird zu Angriff. Das heißt, für Raketen und Torpedos braucht das Schiff nicht seine eigene Zielerfassung, um sie abzufeuern. Ja, der Text wird ja ersetzt durch Angriff. Richtig. Wenn der Text dann sagt, wirf deine Zielerfassung ab, kann man stattdessen die Zielerfassung des Schiffs mit dem Targeting-Synchronizer ausgeben. Wenn man jetzt aber eine Rakete schießt, wie etwa die, wie heißen sie nochmal, Erschütterungsraketen? Die 5 Punkte kosten? Lenkraketen. Lenkraketen, richtig, die Lenkraketen, nicht Erschütterungsraketen, Lenkraketen. Dann braucht man seine Zielerfassung nicht, um sie abzufeuern. Und sie haben auch nicht den Text, dass man sie abwerfen muss. Das heißt, man könnte eine Reihe von Raketenbooten, zum Beispiel den TIE Advanced Prototypes, spielen, die einfach ohne Action diese Dinger abschießen, dann vielleicht einen Fokus haben oder einfach einen Fokus nehmen. Gut, sie können auch mit ihrem Titel die Tagelock-Kombo machen, aber das müssen ja nah an den Gegner ran. Mhm. Der Trick ist, kleine Piloten zu haben, nicht in Reichweite 3 ranzufliegen, sondern ein bisschen außerhalb, damit man den Gegner auf Reichweite 3 danach beschießen kann. Ja, und dann fliegen die einfach los und brauchen einfach nichts, um die abzuschießen. Ja, also im Sinne von auf Reichweite 3 kämpfen ja in dem Sinne, weil mit Sekundärwaffen kriegt der Gegner ja keinen zusätzlichen Verteidigungswürfel. Und bei den Lenkraketen darf man noch nicht mal seine Ausweichmarke ausgeben. Also, aua. Ne? Potenziell. Cool. Und dann noch Geisenschip. Dann hast du noch Fixing drin. Oder halt ansonsten ist der zweite Effekt aber auch für andere Effekte gut.
die halt besagen, du musst einen Zielerfassungsmarker ausgeben für X. Es gibt da verschiedene Piloten. In einem Tai Advance war das zum Beispiel, der am Ende der Kampfphase seinen Tagelog ausgeben kann, um eine zufällige Schadenskarte, glaube ich, aufzudecken. War das so ähnlich? Das kann sein. Da kann er dann auch das Tagelog stattdessen des Schiffs ausgeben, das den Targeting Synchronizer drauf hat. Solche Möglichkeiten sind halt da. Es ist nett, es ist 3 Punkte teuer, es ist wirklich teuer, finde ich. Kann in manchen Kombinationen vielleicht zu einem guten Effekt kommen. Ich habe jetzt aber bisher noch nicht so viele davon gesehen. Ja, also auf Rebellenseite sehe ich das Ding nicht wirklich, weil ich nicht so große Tech-Slot-Schiffe habe bisher. Aber mal gucken, was sich daraus noch entwickelt. Ja, aber Scumsy ist jetzt auch nicht so extrem. Aber es gibt halt noch den einen TIE Fighter, der seinen Fokus ohne Zielerfassung ausgeben kann, um alle seine Angriffe zu Crit zu machen. Omega Ass. Genau, der FO war das. Und er kann entsprechend, er braucht nur noch die Fokusaktion. Das Zielerfassung kriegt er hier rüber. Und schon kann er den Effekt nutzen. Man muss natürlich noch sagen, die Welle ist noch jung. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Dann haben wir noch den Titel, den ich vorhin schon angesprochen habe. Kylo Ren's Shuttle. Es ist nicht einfach nur Kylo Ren, sondern Kylo Ren's Shuttle. Das heißt, man kann dem Pilot Kylo Ren auch die Karte Kylo Ren's Shuttle geben. Genau. Nur für Shuttle der Y-Klasse. Es ist ein Titel für 2 Punkte. Wähle am Ende der Kampfphase ein nicht gestresstes feindliches Schiff in Reichweite 1 bis 2. Sein Besitzer muss ihm einen Stressmarker zuordnen oder er muss einem anderen Schiff in Reichweite 1 bis 2 zu dir, dass er kontrolliert, einen Stressmarker zu holen. Also, man hat mehrere gegnerische Schiffe, oder im Optimalfall hat man nicht mehrere gegnerische Schiffe in Reichweite 1 bis 2, sondern nur einen, und sagt, der kriegt Stress. Er hat noch keinen Stress, jetzt kriegt er Stress. Ja. Hat der Gegner mehr in Reichweite, kann er sagen, nee, ich möchte nicht, dass der Stress kriegt, stattdessen kriegt ein anderer den Stress. Ist insgesamt erstmal nett als Stresskontrolle. Ja, ich denke, da in der Richtung ist es ja auch konzipiert. Und für 2 Punkte halt definitiv auch ein nützliches Upgrade. Und man kann halt auch wirklich hingehen, hat man einen Gegner in Reichweite, der keinen Stress hat, und einen anderen Gegner in Reichweite, der schon Stress hat, sagt man, der keinen hat, soll den Stress kriegen. Der Gegner kann sich dann zwar entscheiden, auf den anderen das umzulegen, aber dann hat er 2 Stress. Na, entsprechend dem Shuttle vielleicht auch gemäß, da das in Reichweite 1 bis 2, wenn man feuert, ist noch ein Taktiker drauf, dann hat das Schiff, was potenziell vom Kylo Ren Shuttle dann getargetet wird, wenn das nee, geht, das geht ist am nicht. Ende der Kampfphase. Ah, leider. Ende der Kampfphase. Ja, sonst hatte ich da auch schon auch drüber nachgedacht. Man kann es auch nicht mit Mara Jade kombinieren, weil Mara Jade auch sagt, Schiffe, die keinen Stress haben, kriegen Stress in Reichweite 1. Man kann es auch nicht mit Rebel Captive kombinieren, weil dann hat der auch schon viel zu früh seinen Stress. Ja. Also mit solchen Sachen das kombinieren ist ein bisschen schwieriger, aber naja, trotzdem ist es Stresskontrolle, und wenn man Rebel Captive spielt, ein Gegner greift an, kriegt den Stress und man sagt einfach, ein anderer soll auch Stress kriegen oder der eine ist doppelt gestresst. Ja. Funktioniert. So, die letzte Karte in diesem Set ist eine, die es schon mal gab. Der Ionenprojektor. Ist bei YV drin gewesen. Ist so ähnlich wie der Kurzstreckenlaser, nur mit Ionen. 2 Punkte, Modifikation nur für große Schiffe. Nachdem ein feindliches Schiff ein Manöver ausgeführt hat, das zur Überschneidung mit deinem Schiff führt, wirf einen Angriffswürfel. Bei Hit oder Crit erhält das feindliche Schiff einen Ionenmarker. Ja, ist halt ähnlich wie der Kurzstreckenlaser, der macht Schaden, das hier macht einen Ionenmarker. Kann ganz gut helfen bei Kontrolllisten halt, um den Gegner wirklich entweder dabei zu halten, immer wieder ins gleiche Schiff reinzuknallen, wenn er ionisiert ist. Denn hier würfelt der den Ionenprojektor hat. Wenn der den Ionenprojektor hat, auch einen Palpatine hat, kann er den Würfel natürlich dann auch einfach auf eine billige Seite drehen und so sagen, garantiert ionisiert. Ja, garantiert ionisiert bei so einem großen Schiff, heißt, man kommt mit 1 geradeaus als kleines Schiff. Nicht drüber, als großes Schiff auch nicht, da braucht man aber 2 Ionenmarker. Ja. Aber das ist zum Beispiel cool auf einem Eukon. Ja. Der sagt dann einfach, ich fliege 1 geradeaus, knall in dich rein, du knallst in mich rein, Ionenprojektor, Palpatine ist auf jeden Fall ionisiert, knallt wieder in mich rein, also kann ich nächste Runde mit 1 geradeaus auch wieder in ihn reinknallen und die ganze Zeit ja, automatischen dann, Schaden fahren. Ja, und wenn man es dann noch sicher gehen möchte, hat man Mara Jade auf Reichweite 1, dann noch ein Stress und Ion und dann, ja, du kommst hier nie wieder weg, ja. Treffern. ist zweimal drin, ist selten gespielt, ist jetzt nicht so richtig gut, aber kann halt mal witzig sein. Und ich glaube, dass sie dadurch einfach wieder ein bisschen Schwung in die Ionenkontrolle geben wollten, denn die ist momentan sehr abgeflaut, ist aber eigentlich trotzdem sehr gut. Ja, also bisher gibt es ja nur diese quasi Bump-Control, also Bewegungskontrolle oder halt Stresskontrolle, so die typischen Kontrollsachen. Und Ionen mal wieder zu sehen, wäre bestimmt mal interessant, ja. Weil das ist ja auch zusätzlich noch Manöverkontrolle, weil der Gegner fliegt halt nur 1 geradeaus.
Also mal gucken, was da noch kommen mag. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So viel zum Hyperwellen-Kommunikationsscanner, definitiv cool. Ist nicht limitiert auf Imps, können alle spielen. Ist aber gerade bei Imps sehr interessant, dadurch, dass sie halt Orbits haben, aber auch schon ein paar Schiffe mit Tech-Slot, also neben dem Y-Shuttle auch den Special Forces und den First Order Teil. Und gerade wenn man dann vieles spammt, wie gesagt, soweit, so wie ich das verstehe, stackt das. Das heißt, Es klingt auch man danach. stellt einen FO hin, stellt den nächsten hin, kriegt durch den ersten einen Marker, stellt den nächsten hin, kriegt die anderen seinen, kriegt schon zwei Marker, der nächste kriegt drei Marker und so weiter. Und solange sie alle halt immer wieder den Hyperwellen-Kommunikationssensor haben, ich kriege das mittlerweile hin, dann kann man das auf einem halt stacken. Ob das dann natürlich so genial ist, alles auf den letzten, den man hingestellt hat, so absurd hoch Hey, gestackt der zu steht haben. dann da mit zwei Evades und drei Fokus oder sowas. Ja, also der ist definitiv sicher, behaupte ich jetzt mal. Aber die Möglichkeit ist da und es klingt auch einfach danach, dass es stackt und halt so einfach absurd viele Marker auf einem Schiff stehen. So, jetzt machen wir einen Exkurs in die Rebel-Serie, während Genau, ich hier kurz abräume. quasi der Blick in die Vergangenheit, quasi wir sind ja mit Episode 10 weit in der Zukunft, gucken wir jetzt zurück auf die Rebels-Serie und den Rebels ist es in der Serie gelungen, einen TIE Fighter zu stehlen. Buh. Warum haben Rebellen jetzt einen TIE Fighter, höre ich euch schreien. Ganz einfach, die Rebellen haben einen geklaut und dann auch rebellenmäßig umgepinselt, damit man ja weiß, dass es ein Rebellenteil ist, denke ich. Entsprechend ist er schön gelb und orange, Na so schön ein ist jetzt kleiner. relativ. Er ist gelb und Er ist orange. gelb und orange und schwarz und typisch Thai-Form halt. Das Thai-Manöverrad hat der Simon netterweise schon vorgestellt. Das verändert sich auch für den Thai bei den Rebellen nicht. Ist ja immer noch das gleiche Schiffsmodell. Entsprechend, glaube ich, muss man da nicht viel sagen. Die Werte sind auch wie beim normalen Teil ganz gleich, aber die Piloten sind anders. Wir haben hier für den Rebellenteil nur namhafte Piloten. Das heißt, wir können nicht wie das Imperium 8 Academy-Leute aufstellen. Es geht nicht. Zum Glück. Sie haben ja auch Zum nur Glück. einen Wir haben ja auch geklaut. nur einen geklaut, den wir trotzdem viermal haben können, potenziell, weil wir vier verschiedene Piloten haben. Aber nur namhafte Piloten und ja, damit quasi eingeschränkt. Der erste, auch direkt namhafte Pilot, ist Zeb Aurelius mit Pilotenwert 3, der Statline wie ein TIE Fighter, also 2 Primärwaffen, Angriffswert, 3 Wendigkeit, 3 Hülle, keine Schilde. Als Aktion haben wir einen Fokus, eine Fassrolle und ein Ausweichen für 13 Punkte, also von den Kosten her wieder sehr, sehr günstig. Und als Fähigkeit, wie wir das bereits auch von Zeb Aurelius vom Jagdschatten her kennen, sobald du verteidigst, darfst du Crits vor normalen Hits negieren. Für einen TIE Fighter, der ja in Anführungsstrichen sehr crit-anfällig ist, eine nette Fähigkeit, erst die Crits zu entfernen und nicht, dass da ein Lucky Hit-Crit kommt und der Crit nicht ausgewichen wird und dann kommt. In dem Fall dreht er das Ganze um, erst die Crits entfernen, dann die Hits entfernen und wenn alles gut läuft, leben und als TIE einfach Stress machen. Pilotenwert 3, denke ich, als Bumper ganz interessant, ist noch relativ niedrig, nicht so genial wie 1, keine Frage, aber für 13 Punkte, denke ich, kann man da auch nicht meckern. Pilotenwert 4. Und hier ein neuer Pilot, der in der Rebels-Serie quasi wiederbelebt worden ist von der Clone Wars-Serie. Also sehr viele Zeitsprünge auf einmal. Captain Rex, der Hello, Klon. Captain Rex. Pilotenwert 4, selbe Startline, 14 Punkte. Mit der Fähigkeit, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, ordne dem Verteidiger die Zustandskarte Sperrfeuer zu. Auch die Rebellen haben eine Zustandskarte bekommen. Hier in dem Fall eine, wo im Hintergrund der Karte der Pilot abgebildet ist, also der feuernde TIE. Sperrfeuer selbst hat folgende Fähigkeit. Sobald ein anderes Schiff als Captain Rex angreift, sobald du ein anderes Schiff als Captain Rex angreifst, wirfst du einen Angriffswürfel weniger. Das gilt natürlich für das Schiff, wo die Karte dann drauf liegt. So. Sobald du einen Angriff deklarierst, der auf Captain Rex zielt, oder sobald Captain Rex zerstört wird, entferne diese Karte. Entferne diese Karte am Ende der Kampfphase, falls Captain Rex in dieser Phase keinen Angriff durchgeführt hat. Wie also verteilen wir diesen Zustand? Captain Rex sagt sein Ziel an, führt den Angriff durch. Nach dem Angriff erhält das Ziel, was er beschossen hat, die Zustandskarte Sperrfeuer.
Das Schiff, was dann mit Sperrfeuer belegt worden ist, dem Zustand, wirft einen Angriffswürfel weniger, außer dieses Schiff schießt auf Captain Rex. Wenn dieses Schiff Captain Rex angreift, während er die Zustandskarte hat, wird die Karte entfernt, wird Captain Rex während der Runde oder während des Spiels zerstört, wird die Karte auch abgelegt. Sollte Captain Rex nicht nochmal auf dasselbe Ziel geschossen haben, wird die Karte ebenfalls abgelegt. Ansonsten kann man die Karte auch weiter verteilen. Entsprechend eine Art ja, Supporter, der auf einen Gegner schießt, um den dann die Angriffswürfel zu zappen. Solange er nicht selber beschossen wird, ist dieser Angriffswürfel gezappt. Das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben, wenn man da noch Kanan Jarrus mitnimmt, den VCX-Piloten, der, wenn er Fokus ausgibt, in Reichweite 1 bis 2 nochmal einen Angriffswürfel zappt. So, dann also zwei Angriffswürfel weniger für beliebiges Schiff des Gegners hier einfügen. Ist schon ziemlich viel, außer Captain Rex wird beschossen, was man durchaus mit Big Stark Leiter verhindern kann. Und somit dann gegnerische Schiffe haben, die halt nur einen Primärwaffenangriffswert von 1 dann haben. Oder 2, wenn sie einen 4er Primärwaffenangriffswert hatten. Es kann sich auf jeden Fall stacken und macht sehr, sehr viel offensives Potenzial des Gegners wegnehmen, wenn man Rex am Leben halten kann. So, Knackpunkt, Rex hat Pylon 4. Ja. Das heißt, die Elite-Piloten, die man meistens damit ärgern will, haben vorher schon mal einmal geschossen mit ihrem vollen Wert. Wenn du Pech hast, ist Rex dann tot. Wenn man Pech hat, ist Rex dann tot. Wenn man Bix hat, wird natürlich erstmal Bix beschossen. Da ist die Kombination definitiv ganz praktisch. Ansonsten ist es halt stark gegen zwei Schifflisten, bedingt gegen drei Schifflisten. Sobald mehr Schiffe gespielt werden, fängt es halt an zu bröckeln, weil er kann zwar einen Gegner ärgern, aber vom Rest wird er dann einfach über den Haufen geschossen. Ja. Aber ist definitiv cool, ist definitiv eine nette Fähigkeit. Ja. Also wir haben es halt ausprobiert und da hast du Omega Leader mitgeärgert? Nee, das Y-Shuttle habe ich mitgeärgert. Das Y-Shuttle sogar mitgeärgert, ja. Ja, und dann, wenn aus einem wirklich angsteinflößenden Vierer-Angriff schon ein Dreier wird, ist schon angenehm. Und ja. Selbst wenn dann Rex beschossen wird, es ist ein Teil, der geht dann drauf wahrscheinlich, aber dann sind so die wichtigeren Ziele, in Anführungsstrichen, wie jetzt eine VCX oder eine U-Wing mit hohen Angriffswerten, ist dann eher geschützt. Dann kann der gerne mal fressen, der wird dann halt gehen, es ist ein TIE Fighter. Aber hey, eine Runde erkaufen ist dann schon ganz gut. Ja, definitiv. In dem Spiel hast du mir halt einfach die Schmach verhindert, dass ich einen Vierer-Angriffswürfel verwerfe. Ich habe dann halt nur einen Dreier-Angriffswürfel verworfen. Ja, entsprechend. Aber ja, also je länger Rex lebt und je länger er aus Feuerwinkeln gehalten werden kann oder nicht beschossen wird, desto länger bleibt der Effekt bestehen für ein Schiff der Wahl. Und das meistens erst nach der Runde, wenn du gegen Elite-Piloten schießt, fliegst, was auch immer. Und schon in derselben Runde sollte es ein kleinerer Pilotenwert sein. Kann man dann immer wieder versuchen, den Gegner möglichst gering im Offensivpotenzial zu halten, damit die eigene Staffellänge überlebt. Für 15 Punkte. Sabine Wren Nummer 3 insgesamt. Wir haben sie auf dem Jagdshuttle, wir haben sie auf dem Shadowcaster und jetzt sitzt sie auch noch in ihrem Teil. Und es gibt sie auch als Crew. Und es gibt sie auch als Crew. Und also wir haben ganz viele Sabines. She's everywhere. Sie ist überall, hat überall ihre Finger im Spiel. Pilotenwert 5, 15 Punkte, hat eine Elite-Pilot-Slot. Und die Fähigkeit, unmittelbar bevor du dein Manöver aufdeckst, darfst du als freie Aktion einen Schub oder eine Fassrolle durchführen. Jagdshuttle. Sabine hat genau dieselbe Fähigkeit, hat sie auch die Shadowcaster nicht, da wäre das ziemlich cool. Ja, die Shadowcaster hat ja einen ganz eigenen Effekt. Der Scheiß. Und ja, wir haben dann quasi Sabine nicht im Jagdschatten sitzen, sondern in ihrem Tai für 15 Punkte. Sehr, sehr interessant, einfach weil sie wieder sehr manövrierfähig ist, weil wieder quasi, was war es, verbesserte Sensoren, Fassrolle oder Boost hat und dann das Manöver ausführt und eine Aktion hat. Ja. Mit Potenzial Action Management, mit Push Limit, Jagdinstinkt für ein bisschen Fixing, halt, was der Teilnehmer mitbringen kann. Ziemlich nett. Und ich denke, da kann man auch direkt auf den Titel des Schiffes mitgehen, weil der Teil der Rebellen hat einen Titel. Es ist nämlich Sabines Meisterwerk, unschwer zu erkennen an der neuen Farbe, die dieses Schiff angestrichen bekommen hat. Sabines Meisterwerk ist ein Titel nur für Teil und wichtig, nur für Rebellen. Also die Imperialen haben natürlich nicht den Rebellenteil. Das klingt ganz komisch, wenn man Rebellenteil sagt in dem Fall. Er kostet einen Punkt. Füge deine Aufwertungsleiste die Symbole Crew und Illicit hinzu.
So, also wir klauen nicht nur den Teil von den Imperialen, nein, 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 wir kriegen noch einen Crew-Slot in den Teil, der relativ klein ist, und zusätzlich dazu klauen wir in Anführungsstrichen Scum nochmal den Illicit-Slot. Ja, richtig. Nochmal, weil nochmal. Smuggling Compartments Smuggling aus den Compartments. Heroes hat schon den YTs Genau. ermöglicht, jetzt kriegt der Teil auch noch, Jetzt also kriegt der Teil das Rebellen auch. kriegen einfach alles. Sie klauen sich alles, nehmen sich alles mit, obwohl das eigentlich Scum tun sollte. Ja, richtig. Aber da haben wir auf einmal die Möglichkeit, dem Teil noch einen Crew-Slot mitzugeben. Es gibt die verschiedenen Crewmöglichkeiten vom Taktikerteil. Ich denke, das könnte auch ganz fies Ja, allein schon sein. Geheimagent für Sepp Geheimer als Gang für Bumper. Sepp als Bumper. Für Illicit haben wir den Deadman-Switch, falls man draufsteht. Glitterstim. Glitterstim hat man. Internal Wir haben Dampeners. Internal Dampeners. Alle. Wir haben so viele Möglichkeiten, auf einmal dieses Schiff weiter auszustatten für die wenigen Punkte, die der Teil nun mal kostet. Sehr, sehr nett. Und auch einen schönen neuen Illicit-Slot dazu für dieses Schiff. Dazu aber gleich mehr. Der letzte Pilot, wieder von der Clone Wars-Serie in die Rebels-Serie übernommen worden, ist Ahsoka Tano. Quasi die Schülerin von Anakin Skywalker, Schrägstrich Darth Vader in der Clone Wars-Serie. In der Rebels als Rogue Jedi wieder dazugekommen. Mit einem Pilotenwert von 17, von 17, von 7 und 17 Punkten, andersrum, und einem Elite-Pilot-Slot mit folgender Fähigkeit. Zu Beginn der Kampfphase darfst du einen Fokusmarker ausgeben, um ein freundliches Schiff in Reichweite 1 zu wählen. Es darf eine freie Aktion durchführen. Eine Support-Fähigkeit, sie selber verliert ihr Fokus, welchen sie ablegt, damit ein anderes Schiff in Reichweite 1 um sie herum noch eine Aktion haben kann. Es klingt halt nach einer ja, ganz angenehmen Fähigkeit, zumindest eine neue Aktion zu machen, wenn irgendwo was fehlt. Sie selber sitzt halt auch nur in einem Teil, der kann auch wieder einfach so abgeschossen werden. Mit Pilotenwert 7 ist sie relativ hoch. Man kann sie noch höher machen, wenn man will, mit Veteraninstinkte, welches ebenfalls in diesem Set enthalten ist, um dann aber gegebenenfalls etwas anderes noch hervorzuheben. Es gibt noch eine Modifikation. Ebenfalls nur für TIE-Jäger. Nur für Rebellen als Modifikation. Und zwar ist es ein gekaperter TIE. Für einen Punkt erhält das Schiff folgende Sonderregel. Feindliche Schiffe mit einem Pilotenwert, der niedriger ist als deiner, können dich nicht zum Ziel eines Angriffs deklarieren. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast oder sobald du das einzige freundliche Schiff im Spiel bist, lege diese Karte ab. Ihre Supportfähigkeit auf Reichweite 1. Mit Veteraneninstinkte auf Pilotenwert 9, mit gekaperter TIE von Schiffen, die weniger als Pilotenwert 9 halten, nicht beschießbar. Sie kann ihre Fokusaktion als Supportaktion weitergeben, kann aber nicht beschossen werden, außer sie selber schießt auf den Feind. Oder aber sie ist das letzte Schiff auf dem Feld. Oder aber der Gegner hat Pilotenwert 9 oder höher. Dann, solange ist in Anführungsstrichen Ahsoka Tano sicher. Und das ist, kann ziemlich nervig sein. Vor allem, wenn wir dann noch mit dem Titel kommen, Sabines Meisterwerk und dem Illicit-Slot, der noch zusätzlich in dieser Erweiterung dazugekommen ist. Für 2 Punkte gibt es den EMP-Emitter. Während der Kampfphase darfst du, statt Angriffe durchzuführen, es würde also den gekaperten Teil nicht abwerfen, diese Karte ablegen, um jedem Schiff, das in Reichweite 1 ist, 2 Ionenmarker zuzuordnen. Natürlich nicht in den eigenen Schiffen, obwohl du eine Supportfähigkeit auf Reichweite 1 hast. Aber sich selber ionisieren klingt nicht so geil. Kann man aber in den Gegner reinfliegen, wird wahrscheinlich nicht beschossen. Mit Pilotenwert 9 gekaperter TIE, zündet den EMP-Emitter und verteilt überall 2 Ionenmarker. Das heißt, alles ist ionisiert. Die kleinen Schiffe brauchen nur 1 Ionenmarker, die großen Schiffe brauchen 2 und sind somit auch ionisiert und dümpeln 1 geradeaus. Und also sogar sicher. Ist in dem Fall dann sicher und hat dann zumindest den Impact gehabt, den so ein Teil dann haben kann. Das ist also ein ziemlich starker, einfach mal Ja. Ionenmarker zu verteilen. Man Schwarmfliegen wird da zumindest angestrengt. investiert mindestens 21 Punkte, wenn man jetzt Ahsoka nimmt. Mit Ja. Veteranen-Stinken sogar 22. Ja. Du musst du nochmal nachrechnen. Hat noch einen Crew-Slot frei, wo man auch noch irgendwie was reinbauen kann, bestimmt. Geheimagent. Geheimagent, wobei man den Piloten ja neu den Geheimagent nicht so sehr braucht.
Aber ja, es ist eine fiese Kombo, weil Kontrolle ohne Gefahr zu laufen, Und selber abgeschossen zu beschossen zu werden, werden. ist aber auch nur einmal EMP-Mittel, wird Genau. abgeworfen dafür. Also sie kann es nicht noch weiter auf die Spitze treiben, noch einen zweiten Illicit-Slot haben oder Sachen zu haben, die ein Illicit verdoppelt. Das gibt es alles hier nicht. Ist, denke ich, auch ganz gut so, dass es das nicht gibt. Aber einmal diesen Kontrollelement quasi raushauen und jedes Schiff der Wahl zu ionisieren und dadurch zu kontrollieren, dann macht der TIE schon einen ganz guten Impact für den Rest der Staffel einfach. Und das ist definitiv ziemlich interessant, wie ich finde. Es gibt noch eine Crew. Captain Rex fliegt nicht nur das Schiff. Nein, Captain Rex gibt es auch noch als Crewkarte für 2 Punkte, nur für Rebellen. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der nicht getroffen hat, darfst du deinem Schiff einen Fokusmarker zuordnen. Es klingt jetzt erstmal nicht toll, weil, wie auch auf Seiten des Imperiums, wenn man schießt, möchte man potenziell treffen und Schaden machen. Captain Rex sagt, alles klar, du hast nicht getroffen, du erhältst wenigstens einen Fokusmarker. Jetzt gucken wir auf das letzte Video mit dem U-Wing, was ich sehr interessant fand. Nehmen wir Base Malbus für 3 Punkte, der quasi ein Gunner ist, der nicht auf dasselbe Ziel schießt, wenn er nicht getroffen hat, sondern auf ein anderes schießen darf. Und da der U-Wing 2 Crew Slots hat, passt Captain Rex noch mit drauf. Und wir haben dann einen Gunnerschuss auf ein anderes Ziel mit Focus Fixing. Ich denke, das ist eine Kombination, Ja. die durchaus gut sein kann. Es kann natürlich auch mit dem normalen Bordschützen gespielt Kann werden, auch um aufs noch. gleiche Ziel nochmal zu schießen. Genau, das kostet dann halt mehr Punkte, aber aufs gleiche Ziel. Und dann vielleicht sogar noch ein Feuerkontrollsystem. Maximaler Angriff. Gute Punkteinvestition, aber ich denke, da ist Captain Rex dann wiederum interessant. Auf der anderen Seite, ja, ich denke, ich bin voll und ganz deiner Meinung, wenn schießen, dann soll getroffen Er werden. kann auch interessant sein auf Ashoka als Crewmitglied in der gerade beschriebenen Kombination. Sicher, genau. Weil, wenn sie dann irgendwann doch mal einen Angriff macht und nicht trifft, kriegt sie den Fokus, den sie dann. Nee, zu Beginn der Kampfphase kann sie ihn Ja. abgeben. Dann kann sie ihn nicht abgeben. Nee, Dann sind sie nicht nur abgeben, defensiv. aber Dann dann ist es hätte nicht für sie. Ashoka. Ich wollte gerade sagen, aber selbst dann hätte sie ihn Ja, zumindest also kann man ja auf defensiv. den Teil theoretisch überlegen, defensiv dann zu haben, aber ist nicht so effektiv wie Schaden machen. Genau, so Schaden machen wie Base Malbus, Ja. Captain Rex oder Gunner Captain Rex und gegebenenfalls noch Feuerkontrolle. Ja, und die letzte Karte, wie gerade schon beschrieben, sind die Veteraneninstinkte, die nochmal in das Spiel gekommen ist. Ich weiß nicht, wo sie vorher alle drin war. Firespray und YT13. Genau, das war. Und hier ist jetzt nochmal Veteraneninstinkte dabei. Wahrscheinlich echt für Ahsoka, die dann halt die Ja. zusatzgekaperte TIE-Fähigkeit hat. Ganz okay. Und ich denke, so kann man dann auch den neuen TIE sehen. Es ist so entweder ein günstiger Bumper, 13 Punkte Zeporeglias, ganz nett für Piloten Wert 3. Oder aber halt einmal EMP im Meta-Kontrollelement in den Gegner reinwerfen und den Gegner in der Bewegung einen Zug lang festhalten. Sehr, sehr nett. Ja. Buh. Urteil. Ja, gehört sich nicht. Warum klauen die sowas? Naja, ist egal. Haben sie jetzt, aber so riesig eingeschüchtert bin ich bisher noch nicht von ihm. Man muss mal ein bisschen mit dem Spiel ein bisschen ausprobieren. Genau, also Rex sagt mir persönlich zu für die Phoenix Squad-Liste, Ja. die ich mal geschrieben habe. Mal gucken, wie er sich schlägt. Zurück zu aktuelleren Ereignissen. Und Episode 7. Back to the Future. Ihr erinnert euch an diese Szene, wo Rey und Finn auf Jakku rumgerannt sind und sich dann dieser Schrottmühle zugewandt haben, die sie nehmen mussten, weil das andere Schiff explodiert ist. Dieses Schiff, das explodiert ist, ist der Quadjumper. Aha. Und abgesehen von im Film explodieren, kann es auch anderes. Hey. So, ich sehe gar, ich habe die falsche hingelegt, egal, fange ich rechts an. Der kleinste ist der Waffenschmuggler von Jakku. Pilot 1, 15 Punkte. Angriff 2, Wendigkeit 2, 5 Hülle, kein Schild. Für 15 Punkte relativ viele Lebenspunkte. Und eine Zweiwendigkeit, also so ein bisschen TIE-Bomber-Niveau. Fokus und Fassrolle als Aktion, keine Zielerfassung, kein Ausweichen, sehr eingeschränkt also. Und als Slots, da wird es interessanter, Crew, Bombe, Tech, Illicit und natürlich Titelmodifikation. So, erstes Scum-Schiff mit Tech-Slot. Schön. Sehr Haben schön. sie gebraucht? Eigentlich nicht. Aber Also ist nicht. schön. Sie haben es jetzt Sie bekommen. haben es jetzt bekommen, es ist nett und es ist auch nett, es bei ihm zu haben. Es wäre noch nett bei anderen Schiffen, aber warten wir mal ab, ob heute vielleicht noch was kommt. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt einen Tech-Slot und das ist an sich erstmal ganz gut. Illicit ist halt ein Scum-Schiff, klar. Bombe ist, ja, ist okay. Crew ist noch sehr interessant. Gehen wir erstmal aufs Manöverrad ein, denn da wird es sehr interessant. Denn, Wir haben ein neues genau, und Manöver. da fange ich auch direkt mit an. Eins rückwärts links. Sowie eins rückwärts gerade und eins rückwärts rechts.
der kann rückwärts fliegen. Ja. Und ist ja funktioniert genauso, wie man es sich vorstellt. Ja. Man legt die Schablone hinten an und schiebt ihn zurück. Ja, man hört dann die typischen großen Lastwagen. Büp, büp, büp. Die Manöver sind alle rot. Ja. Aber ja, es ist ein neues Feature und es ist ein interessantes Feature. Die weiteren Manöver sind weiße Einsecke links und rechts. Einsecke. Weiß eins geradeaus. Keine Banks dazwischen. Okay. Er kann scharfe Kurven fliegen, er kann keine Kurven fliegen, aber er kann nicht sanfte Kurven fliegen. Dafür ist die Steuerung nicht ausgelegt, Fragezeichen. Warum kann er dann eins links nach hinten? Keine Ahnung. Fragen wir nicht weiter nach. Es ist strange, aber because of reasons und für den Game, für den spieltechnischen Effekt wahrscheinlich sinnvoll. Ja. Er hat zweier Ecken in weiß, er hat zweier Bank in grün und zwei geradeaus in grün. Da ist die Entscheidung der Designer nämlich tatsächlich gewesen, er kann rückwärts rot fliegen, aber um grün zu fliegen, muss er schneller als das einsame Manöver fliegen. Das heißt, er wird sich langsam immer weiter nach vorne bewegen, weil sonst könnte er wirklich so quasi stehen bleiben, immer hin und her rangieren. Das wollten sie vermeiden. Er hat zweier Senior Loops in rot, hat dreier Bank weiß, drei geradeaus grün und damit sind wir auch schon durch. Also ein sehr kompaktes, auf engen Raum getrimmtes Manöverrad. Ohne die 1er Banks. Das ist aber nicht so dramatisch. Man hat 1er Ecken. Damit kommen wir schon mal. Man hat die zurück. Man hat 1 geradeaus, man hat Rückwärtsmanöver, hat 2er Banks und geradeaus den grün. Und man hat, wie schon gesagt, einen Tech-Slot. Der kleinste definitiv mit Pilot mit 1 schon prädestiniert eigentlich als eine Bumper-Rolle. Und insofern sind Sachen wie Geheimagent ganz praktisch. Als Illicit kann man Internal Dampeners, also die Trägheitsdämpfer, ausstatten, um nochmal stehen zu bleiben. Und im Tech-Slot Primed Thrusters. Aus dem Heroes of Resistance ein Punkt. Du kannst auch dann noch Fassrolle oder Schub hat er nicht, aber Fassrollen durchführen, wenn du nicht mehr als 3 Stressmarker hast. Und dann kann er rückwärts fliegen und Fassrollen. Und kann dann 1 Ecke weiß fliegen und immer noch Fassrollen. Genau. Und als Bumper ist das, was man machen will. Ja, ein wenig unbedingt sich vom Fleck bewegen und die Gegner immer wieder reinfliegen lassen. Der nächste Pilot, der erste namhafte, ist Unka Blut. Das ist dieser fette Schrotthändler, der Ray nur eine Viertelportion für einen Haufen Schrott geben wollte. Und 16 Portionen oder 60 Portionen für BB-8. Finde ich, ist viel zu viel. BB-8 ist gar nicht so viel wert, aber naja. Pilot hat 3 17 Punkte, kein Elite-Slot, aber eine Fähigkeit. Am Ende der Aktivierungsphase musst, und wieder fett gedruckt, musst du jedem Schiff, auch freundlichen, das dich berührt, also das du berührst, so rum, einen Traktorstrahlmarker zuordnen. Heißt, Unka Blut, auch als Bumper konzipiert, fliegt irgendwie rein, Gegner knallt rein. Ende der Aktivierungsphase, Gegner kriegt einen Traktorstrahlmarker, man kann ihn dann noch, wenn es ein kleines Schiff ist, bewegen. Er hat eine Wendigkeit reduziert und der Rest der Staffel rattert den Schaden auf den Typen drauf und versucht ihn umzubringen. Ja, wie gesagt, der Traktoreffekt, der komplette, kommt halt zum Tragen, sobald der Marker draufgelegt wird. Genau. Man darf ihn bewegen, man kann, man muss nicht, nee, man muss. Man muss nicht. Man muss, man nicht, muss, man nicht, muss bewegen. Nicht. Man kann bewegen, also kann sogar auf dem Stein landen. Der man Gegner muss dem Gegner einen Traktorstrahlmarker geben, wenn er ihn bewegt. Und man muss auch den eigenen eingeben, aber auch das kann man theoretisch nutzen, um, eigene Schiffe darf man nicht bewegen. Hier steht nicht drauf, dass man die bewegen darf, man darf nur Gegnerschiffe bewegen, wenn man den Traktorstrahlmarker gibt. Okay. Ich glaube, der Gegner dürfte die eigene bewegen, wenn die einen Traktorstrahlmarker kriegen. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, müssen wir nochmal auf die Traktorstrahlkarte gucken. Müssen wir nochmal in Ruhe gucken. Auf jeden Fall ist das ein Bumper, der halt zusätzlich die Wendigkeit nochmal um 1 senkt. Und das ist schon ziemlich praktisch. Der nächste Pilot ist Sarko Plank. Pilot hat 5, 18 Punkte mit Elite-Slot und der Fähigkeit. Sobald du dich verteidigst, darfst du anstatt deinen Wendigkeitswert zu verwenden, Würfel in Höhe der Geschwindigkeit des Manövers, das du in dieser Runde ausgeführt hast, verwenden. Wir erinnern uns ans Manöver. Es hat ganze 3 Manöver, die schneller sind als 2. 3 Bank. Und 3 geradeaus. Und 3 geradeaus. Da er selbst eine Wendigkeit von 2 hat, heißt das, nur wenn er 1 von diesen 3 Manövern fliegt, ist seine Fähigkeit sinnvoll. Im Umkehrschluss ist sie also nicht sinnvoll. Ja, also sie kostet wenigstens keinen Punkt. Er kostet nur einen Punkt mehr als Unka Plutz, hat 2 Pilotenwert mehr und hat einen Elite-Slot. Also sie kostet nichts extra, aber sie ist halt auch egal.
Außer du hast Bock, die ganze Zeit 3 zu fliegen, und, was nicht funktioniert. Ja, und ich wüsste jetzt auch gerade nicht, welcher Elite-Slot für einen Pilotenwert 5 Schiff mit einem 2er-Angriff sinnvoll ist, um ihn irgendwie offensiv effektiv zu machen. Nee. Nein. Und da das Schiff mit 2-Wendigkeit 5 Hülle auch eher ein Schiff der kurzlebigen Sorte ist. Nee. Er überzeugt einfach schon vom Lesen gar nicht. Constable Suvio ist der letzte. Pilotenwert 7, 19 Punkte. Auch wieder 2 Punkte mehr, nur 1 Punkt mehr und 2 Pilotenwerten mehr. Sobald du ein Rückwärtsmanöver aufdeckst, darfst du über die Stopper an deinem Bug eine Bombe legen, auch eine Bombe mit dem Stichwort Aktion. Hat auch einen Elite-Slot und seine Fähigkeit ist jetzt also so, man fliegt rückwärts und kann dann vorne hin Cluster-Minen legen oder Connernet zum Beispiel oder sag ich, eine mische Bombe. So, jetzt müssen wir aber überlegen, wie kommt diese Situation zustande? Er steht direkt vorm Gegner. Hat überlebt. Legt dann den Rückwärtsgang ein, um eine Bombe zu legen. Aber er hat Pilotenwert 7. Heißt, er macht das vor Elite-Piloten, die Pilotenwert 8 oder 9 oder sowas haben, aber nach dem Großteil der Schiffe, die halt weniger haben. Und das macht er auch nur einmal im Spiel, weil er hat hier nur eine Bombe. Ihr merkt schon, wir brainen gerade schon ganz hart, ob sich das lohnt. Nee. Wir kommen zu einem ganz kurzen Schluss. Nein. Beim besten Willen nicht. Ich finde den Quatsch. 7 ist viel zu hoch für einen Bomber. Ja, mit einem kleinen Pilotenwert wäre es cool. Dann könnte halt lustige Sachen machen, wie den Gegner bumpen lassen, dann rückwärts fliegen und Bombe schmeißen in der nächsten Runde, bevor der Gegner wegfliegt und direkt die ganzen Cluster oder Colonnets ins Gesicht werfen. Hätte er einen Sensor-Slot, hätte er vielleicht den verbesserten, also die Sensoren für Pilotenwert 0 vielleicht. Genau, hat er aber auch nicht. Er hätte einen Elite-Slot, yay, er kann auf Pilotenwert 9 hoch. Dann macht er noch weniger mit dem Bomben. Richtig. Hey. Und man muss ihm halt noch teuer eine Bombe geben, damit das überhaupt einmal im Spiel Sinn macht, in der Runde, wo er rückwärts fliegt. Und ja, ohne, dann ansonsten er für die ganzen Punkte, die er kostet, weil es sind ja dann mit Bomben, sinnvollen Bomben schon mindestens 23. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Also ich sehe bei ihm den Sinn leider noch. Nee, also er klingt bisher auch leider so ein trauriges Nebenlicht. Ja. Dann haben wir aber noch ein paar Ausrüstungskarten, aber zwar habe ich vorhin eingegangen. Wir haben schon viel über Bumpen geredet und da sehe ich noch einen anderen Knackpunkt des Quad-Jumpers. Denn wie aus alten Videos schon vielleicht von mir bekannt, setze ich an einem Bumper 2 Voraussetzungen. Oder eigentlich 3. Fassrolle hat er, gut. 1er Ecke hat er auch, gut. 5 geradeaus. Hat er nicht. Er hat nicht mal 4 geradeaus. Er hat gerade mal 3 geradeaus. Er hat nicht mal eine 3er Ecke, er hat nur 3 geradeaus, 3 Bank. Das heißt, mit ihm erfolgreich einen Bump durchzuführen, erfordert das perfekte Platzieren in der Runde vor dem Bump. Denn man muss knapp außer Reichweite 3 zum Gegner sich platzieren, um dann mit einem Dreierbank-Fassrolle so nah an den Rand zu kommen, dass er selbst mit einem 1 geradeaus nicht mehr ausweichen kann. Steht man weiter weg, reicht dem Gegner ein 1 geradeaus, um nicht zu bumpen und dann einfach unseren geliebten Bumper einfach in den Haufen zu schießen. Ja, weil 2 Wendigkeit, 5 Fülle, da kommt eine Menge durch. Und jeder Crit ist halt noch ein Zusatzeffekt, der was macht. Dilemma. Ja. Deshalb. Bin ich noch nicht dazu gekommen, ihn auszuprobieren. Meine bisherigen Spiele waren erstmal mit dem imperialen Teil der Welle. Deshalb muss man noch gucken, wie es im Spiel sich auswirkt. Aber ich sehe halt da momentan erstmal im theoretischen Bereich das Problem, es ist schwierig, ihn zum richtigen Bump-Effekt zu bringen. Zu den Ausrüstungskarten. Er bringt einen Elite-Pilot mit, und zwar eine offene Rechnung, heißt die Karte. Kostet nichts. Ist auch nicht begrenzt, können alle Fraktionen spielen und gut, er ist einzigartig, also kann nur einmal pro Liste gespielt werden. Wähle während des Spielaufbaus vor dem Schritt Streitkräfte platzieren ein feindliches Schiff und ordne ihm die Zustandskarte unbezahlte Schulden zu. Die hier. Sobald du ein Schiff mit der Zustandskarte unbezahlte Schulden angreifst, darfst du ein Auge in ein Crit drehen. Stark erstmal. Das ist ziemlich stark erstmal, denn es kostet keine Aktion und man kann einfach gegen einen bestimmten Gegner immer ein Auge in Crit drehen. Eine VCX, ein Dezimator, solche Sachen, die halt einfach viel Lebenspunkte haben, wenig Wendigkeit haben, da kann man einfach mal schießen, ein Auge auf den Crit drehen, kann seinen Fokus dann vielleicht defensiv benutzen oder hat halt Zielerfassung genommen, irgendwie solche Sachen und macht konstant Crits drauf. Oh, Ten Lam sehe ich gerade. Das Problem auf der anderen Seite ist unbezahlte Schulden. Der Gegner kriegt diese Karte
Und die Karte sagt, sobald du ein Schiff mit der Aufwertungskarte eine offene Rechnung angreifst, darfst du ein Auge in einen Crit drehen. Das heißt, das Ziel unserer offenen Rechnung, der mit den unbezahlten Schulden, hat den gleichen Effekt gegen uns. Also das Schiff, was die unbezahlten, eine offene Rechnung hat. Brrr. Genau, das heißt, die beschießen sich gegenseitig und dürfen jeweils ein Auge in einen Crit drehen. Das heißt, es ist kostenlos, das ist nett. Deswegen ist es kostenlos wahrscheinlich. Aber man muss A überlegen, welchem meiner Schiffe gebe ich es, dass halt möglicherweise den Gegner so flankt, dass es nicht beschossen werden kann. Und welchem Gegner gebe ich diese Condition, dass, wenn er mich beschießt, mein Schiff nicht einfach nur volles Rohr kaputt geht. Ja. Ich denke, das ist wirklich die Wahl des Ziels und gucken, welchen Mehrwert generiert. Also ich persönlich sehe gerade den B-Wing 10 Nam, der einen Elite-Pilot hat und 5 Schilde relativ lange keinen Crit kriegt, aber nur Wendigkeit 1. Trotzdem hat der Gegner aber das kostenlose Fixing. Trotzdem hat der Gegner kostenlose Fixing nochmal gegen die B-Wing, und wenn das ein 3er-Angriffsschiff ist, dann tut das halt auch weh, muss man dazu sagen. Ja, da ist einfach so ein Knall. Man kann natürlich überlegen, hey, das ist eine Karte für irgendwelche kleinen Billigschiffe. Ein Teil der schwarzen Staffel, der kostet 14 Punkte, damit immer noch nur 14 Punkte, und piekst einfach den Gegner die ganze Zeit und sagt, beachte mich, sonst piekst ich weiter. Das kann halt witzig sein an der Stelle. Und der kann halt dann wirklich so eine VCX oder ein DC halt lange nerven. Klar, ein DC kann auch sagen, ich schieße mal zurück, aber 3 Wendigkeit. Der braucht dann tendenziell schon 2 Schüsse, um ihn abzuräumen. Und diese 2 Schüsse lang schießt er auf nichts anderes. Und der ganze restliche Staffel, Schwarm, was auch immer, kann dann weiter auf den DC schießen. Ja, nach kurzer Unterbrechung, Entschuldigung dafür, geht's dann jetzt auch weiter. Ich kann meinen Gedankengang, den ich zuletzt hatte, nicht mehr rekapitulieren. Ich glaube, wir waren uns einig, dass eine offene Rechnung recht schwierig einzusetzen ist, auf einem kleinen, günstigen Schiff vielleicht noch ganz gut ist, weil es halt nicht so schlimm ist, wenn man es verliert. Mhm. Und bevorzugte Ziele dann große Schiffe der Gegner auch sein können. Ja, also krit-anfällige Schiffe vor allem. Genau. So, dann haben wir Crewmitglieder. Und zwar Unka Blut als Crew für einen Punkt, nur für Abschaum und Kriminelle. Nachdem du ein Manöver ausgeführt hast, das zur Überschneidung mit einem feindlichen Schiff führt, darfst du einen Schaden nehmen, um eine freie Aktion durchzuführen. Ja, für welche Schiffe ist das interessant? Schiffe mit Crewslot, klar, aber welche Schiffe neigen dazu, in den Gegner reinzuknallen, und wirklich in den Gegner? Man kann ihn nicht nutzen, wenn man in freundliche Schiffe knallt. Und brauchen dann aber unbedingt noch eine Aktion, indem sie sich einen Schaden nehmen. Der Bumpmaster will die Aktion haben, damit er nicht reingeflogen ist, und meistens... Ja, der Bumpmaster, genau, der fliegt ja nicht in die Gegner rein, sondern bleibt vor den Gegnern stehen. Also, dass die in den Rand bumpen. Genau. Der... Will den Schaden eigentlich nicht? Eigentlich nicht. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man sagen könnte, hat Crew, Rebellen jetzt auch nichts Großes? Also das Einzige, was ich vielleicht sehen könnte, wäre die Ausrüstung, die hier später noch drin kommt. Kommen wir gleich zu, aber ansonsten finde ich den schon eher... Für einen Punkt und einen Schaden nehmen, ne? Ja. Das ist so. Dann haben wir als nächsten Bowshack. 2 Punkte Crewmitglied, ohne irgendwelche Beschränkungen, außer dass er einzigartig ist. Das heißt, er kann auch bei Rebellen gespielt werden, er kann bei Imperium gespielt werden, er kann bei Scum gespielt werden. Sobald ein Schiff, das du berührst, aktiviert wird, darfst du dir sein gewähltes Manöver ansehen. Falls du das tust, muss sein Besitzer das Rad auf ein nebenstehendes Manöver drehen. Das Schiff kann dieses Manöver aufdecken und ausführen, selbst wenn es gestresst ist. Also, man fliegt mit einem Schiff aggressiv in den Gegner rein und berührt ihn. Dann aktiviert der Gegner. Und man kann sagen, bevor er sein Manöver aufdeckt, ich schaue mir das mal an. Ja. Wenn man das tut, muss der Gegner sein Manöver auf ein angrenzendes drehen. Und dann entsprechend durchführen. Beispiel, guckst du dir das Manöver des TIEs an, ich habe eine 3 Kurve rechts geplant, muss also entweder auf 3er U-Turn oder 3er Bank nach rechts ausweichen. Genau. Der letzte Teil des Texts, das Schiff kann dieses Manöver aufdecken und ausführen, selbst wenn es gestresst ist, besagt halt, dass wenn er schon Stress hat und dann auf ein rotes Manöver korrigieren muss, kann er trotzdem dieses rote Manöver durchführen und wird nicht dann stattdessen gezwungen, weiß 2 geradeaus zu fliegen. Der ist interessant, gilt auch für freundliche Schiffe, die aktivieren, wenn sie ihn berühren. Ne? Sobald ein Schiff, das du berührst, aktiviert wird. Und, ne? Ja. Keine seitenspezifische Sache, sondern wirklich irgendeins. Das heißt, man kann das Manöver eines eigenen Schiffs vielleicht nochmal anpassen, falls es gestresst ist. Man braucht aber unbedingt den U-Turn, kann man
reinknallen mit einem Schiff und dann mit dem Schiff den U-Turn dann doch noch irgendwie hinkriegen. Ja, da muss aber vorher geplant sein, dass ja, man natürlich. Neben einem U-Turn. Aber hängt. Normalerweise sollte man vorher einplanen, wenn man in sich selber reinknallt. Das stimmt. Man kann sollte natürlich man. Eine Taktik auf sowas aufbauen. Andererseits kann man sowas auch nutzen, um den Gegner halt den Tag zu verhageln. Aber welche Schiffe sind wieder jetzt die Kandidaten, die aktiv in den Gegner reinfliegen und einen Crewslot haben? Ja, der Quadjumper kann das theoretisch machen, macht aber dann sonst nicht viel. Man kann es aber auch einem Eukun definitiv verpassen. Der ist, ja. finde ich, prädestiniert für Borschek. Ja, der will ja auch reinfliegen. Richtig, der will reinfliegen und dann muss der Gegner quasi loslegen, ja, wir gucken uns das mal an, dann ändert das mal. Man kann es noch auf die Spitze treiben, man kann erst einen Geheimagent noch mit einpacken. Hm. Mit einem Geheimagent am Anfang der Phase gucken, was hat denn der? Dann knallt man irgendwann in der Runde in den rein, weiß, was der hat und sagt sich, okay, was der liegen hat, das ist ganz okay, lassen wir liegen, gucken wir den Borschek nicht an. Und im anderen Fall, na nee, wenn er das jetzt fliegt, dann kommt er über Eukon hinweg. Dann mit Borschek gucken wir uns das doch mal an und jetzt muss er auf ein benachbartes ändern. Aber, oh, ja. wichtig, nicht der Borschek-Spieler entscheidet, sondern der, der das Schiff kontrolliert, das Manöver angeguckt wird, der darf drehen. Genau. Also, wenn deiner in meinen Borschek reinknallt, darfst du das Manöver auf ein benachbartes ändern. Er darf also das Manöver sehen. Ich habe aber die Wahl zu sagen, okay, möchte ich jetzt die Dreierbank oder das Dreier-U fliegen in der genau. Situation? Definitiv interessant und ich bin noch viel am rumlegen, wo ich ihn noch über einbauen kann und bin auch mal auf eure Ideen gespannt, wo man den nutzen kann. Der klingt auf jeden Fall sehr witzig und das ist auch wieder eine Sache, die ich sehr toll finde, mit in der Bewegungsphase möglichst viel Chaos verbreiten, mit Manövern ändern, angucken, Gegner beeinflussen. Dann haben wir eine Bombe hier, den Thermaldetonator, der ist ja schon in der Gauss drin gewesen. Genau. Kennt man, sobald du Manöverrad aufdeckst, darfst du diese Karte ablegen, um Thermaldetonator zu legen. Wenn der detoniert am Ende der Aktivierungsphase und der Thermaldetonatoren für 3 Punkte machen einen Schaden an allen Schiffen in Reichweite 1 zu Marker und verpassen allen einen Stress. Also seismische Bombe plus Stress. Ja. Ist definitiv cool. Ich bin froh, ihn jetzt darüber zu haben, obwohl jetzt die V6 habe ich ja mittlerweile auch schon. Aber ist definitiv eine coole Bombe. Dann hat er auch den Hyperwellenkommunikationsscanner dazu. Der Y. Das Y-Shuttle. Da haben wir es ja ausgiebig vorgestellt. Cool, dass es hier nochmal drin ist. Er hat ja halt einen Tech-Slot und kann halt, also so ein Unkaplot, kann davon profitieren, indem er mit Pilotenwert 12 aufgestellt wird. Wobei ich die Prime Thrusters einen Ticken besser finde, Fassrollen zu können, obwohl man gestresst ist. Ja, die Möglichkeit ist da, zumindest den Marker zu kriegen oder sehr spät aufzustellen. Dann gibt es noch zwei weitere. Ein Illicit Schrott-Sammlerkran. 2 Punkte, Illicit Slot, wie ich sagte, nachdem ein Schiff in Reichweite 1 bis 2 zerstört worden ist, darfst du eine abgelegte Torpedo-Raketen-, Bomben-, Kanonen-, Turm- oder Modifikationsaufwertungskarte, die dein Schiff ausgerüstet hatte, wählen und aufdecken. Dann wirfst du einen Angriffswürfel, bei einer Leerseite wird der Schrottsammlerkran abgelegt. Möglichkeiten gibt, es gibt Crits, die Modifikatoren zerstören. Teuerste Modifikation geht drauf, Geschützturm, Sekundärwaffe geht kaputt oder ähnliches. Mit dem Kran kann man es wieder reparieren, ne? Ja, man kann halt Sachen reparieren, die Boba Fett quasi vom Schiff getreten hat, sofern sie in die Kategorien passen. Man kann aber auch einfach Torpedos nochmal benutzen oder Raketen oder Bomben. Natürlich muss ein Gegner in Reichweite fährt kaputt gehen, damit man den dann plündert, um aus den Ersatzteilen neue Waffen zu bauen. Und die dann irgendwie out in space ans Schiff, also Sci-Fi. Ja, genau. auf jeden Fall interessant und da auch Möglichkeiten, das auch beim Sabines TIE Fighter zum Beispiel zu einzusetzen mit, ich kann nicht angegriffen werden, rüste Sabine als Crew aus, um eine Bombe zu haben, um die dann mehrmals werfen zu können, bla und blub, kostet aber halt auch irgendwo viele Punkte. Es ist halt ähnlich wie Ersatzmunition, nur dass es kein Torpedo-Slot braucht, sondern Illicit-Slot. Ja, und auch mehr quasi doppelt nutzen kann, außer also doppelt nutzen in dem Sinne, außer jetzt Bomben, Torpedos. Also ich finde es auch interessant auf Eamon Azamin, der mehrere Bomben gerne im Spiel schmeißen möchte, damit er halt doch wirklich das mehrmals machen kann. Aber auch für Sachen, die halt eher Raketen oder Torpedos halt schießen, ist es eine quasi Ersatzmunition. Ja, und definitiv. Es können ja auch mehrere Schiffe den Schrottsammlerkran haben und aufgrund des einen Schiffs, das zerstört wird, können alle quasi nachladen. Sie können alle sich den Schrott halt rausziehen. Sofern sie alle in Reichweite sind. Also interessant, muss man auch mal gucken, was man damit so anstellt, aber ich denke, damit werden nochmal Raketen, Torpedo- und Bombenlisten nochmal reizvoller.
Zuletzt haben wir den Schlepper-Traktor-Strahl. 2 Punkte Modifikation nur für den Quad-Jumper. Aktion. Wähle ein Schiff innerhalb deines Feuerwinkels und in Reichweite 1 und ordne ihm einen Traktorstrahlmarker zu. Falls es ein freundliches Schiff ist, handle den Effekt des Traktorstrahlmarkers ab, als wäre es ein feindliches Schiff. So, das ist für mehr Positionstricks. Und auch dann eine Karte, die mit Unkaplut als Crew Sinn machen kann. Denn wenn man den kleinsten Quadjumper zum Beispiel nimmt, packt Unkaplut rein, gibt dem den Schlepper-Traktorstrahl, dann kostet er 18 Punkte, man fliegt in einen Gegner rein, nimmt sich einen Schaden, macht dafür dann aber diese Aktion und kann dann dem Gegner sofort einen Traktorstrahlmarker verpassen. Mhm. Und diesen dann auf einen Stein schieben, vor einen Stein schieben oder einfach generell einfach erstmal die Wendigkeit senken. Man kann das auch benutzen, um ein eigenes Schiff in der Position zu korrigieren. Denn hier steht drauf, man kann halt das auch auf eigene Schiffe machen und falls es ein freundliches Schiff ist, handle den Effekt des Traktorstrahlmarkers ab, als wäre es ein feindliches Schiff. Das heißt, man senkt die Wendigkeit des Schiffs um 1, ja, man darf das Schiff dann trotzdem aber um 1 Fass rollen oder boosten. Ich denke, das ist sehr situationsabhängig, um zu gucken, okay, möchte ich jetzt mein Schiff auf das Risiko hin, dass er an Wendigkeit verliert, nochmal umpositionieren. Auf der anderen Seite gegen Gegner klingt das ganz nett, den halt zu Traktoren, das ist quasi eine Aktion statt der Traktorstahlangriff, ist auch sehr nett, um da dann nochmal ein bisschen was zu verändern. Reichweite 1 ist da natürlich dann noch ganz wichtig. Beim eigenen Schiffen kann es halt vielleicht dabei helfen, in die Flanke des Gegners zu kommen, wo man nicht beschossen wird. Mhm. Aber halt sehr speziell situativ. Es kostet 2 Punkte, es kostet die Aktion. Es ist, ich finde es besser halt wirklich, um Gegner zu ärgern, um halt wirklich gegnerische Schiffe, die, also gegnerische Elite-Schiffe, die halt viel Wendigkeit haben. Man muss ja nicht treffen. Man macht einfach Aktion, Wendigkeit runter und das Schiff bewegen. Irgendwie, wenn es geht, sogar auf den Stein oder Trümmerfeld irgendwie drauf. Ja, das typische Traktor-Strahlmanöver. Genau, quasi. Und damit kann man auch natürlich auch schon ziemlich viel Spaß veranstalten. Ja, da, wichtig, glaube ich, ist wirklich noch, es ist halt in der Aktivierungsphase. Wenn du Glück hast, sogar bevor der Gegner ja, sich irgendwie. Pilotenwert 1 Quadjumper. Pilotenwert 1 Quadjumper. Man sieht die Situation, er fliegt zuallererst. Er fliegt so, dass er seine Aktion hat, dann braucht man Unkaplut nicht, weil sich selbst Schaden machen ist halt immer riskant. Aber man kann seine Aktion dann nutzen, den Gegner zu verschieben und dann in eine eventuell schwierige Situation zu bringen. Mhm. Wenn man es kombiniert mit einem Geheimagenten da drauf, kann man halt vielleicht, wenn man am Anfang in Range 2 stand, gucken, wo wird er hinfliegen wollen und dann entsprechend mit der Aktion arbeiten, ihn dann so zu bewegen, dass sein Manöver auf einmal richtig, richtig blöd wird. Ich denke, da sind durchaus Möglichkeiten drin, wenn man das so betrachtet ja. Und nicht nur im Sinne von, ja, ich kann meine eigenen schieben. Was bestimmt auch interessant sein kann, weil Pilotenwert 1, bevor deine eigenen geflogen sind, eine neue Position damit dann ins Spiel bringen kann. Wie gesagt, quasi ein verbesserter Traktorstrahl. Ja, das heißt, der kleine Knobel hier ist ein Controller im Spiel, aber ein Bump- und Bewegungscontroller. Nicht mit Stress, nicht mit Ionen, sondern wirklich durch Traktorstrahl. Ganz viel bei Wegen, Wendigkeit senken und so weiter. Sehr interessant, aber definitiv durch sein eingeschränktes Manöverrad schwierig. Weil aber er so mit, langsam ist. Aber mit dem Rückwärtsfliegen halt dann auch wieder ziemlich cool, weil er dann entsprechend wieder in die richtige Stelle fliegen kann. Ja, auch er kann als Bumper EMP-Emitter mitnehmen, statt anzugreifen, 2er Angriff. Ne? Ja, ein Korb mit EMP-Emitter hat auch Bock, klar. Ja, dann, ja, ich denke, da sind durchaus coole Möglichkeiten bei, um halt wirklich das Bewegungsspiel... Ich habe den Illicit in meinem Bumper-Konzept momentan eh noch frei. Ich habe da noch nichts für gefunden. Ja, da wird sich mit Sicherheit ein bisschen was finden. Wenn die 2 Punkte frei sind, kommt eine EP-Emitter rein. Ja. Dann, ja, einmal alle reinbumpen, dann einmal bitte alle ionisiert und dann nächste Runde, ach, du bumpst ja schon wieder in mich rein. Ja, ja. Ärgerlich. Will mich ja jetzt stören. Ja, insofern. Welle C. Sie ist geil. Insgesamt. Ja. Sehr geil. Alle Schiffe irgendwie cool auf ihre Weise. Boo, TIE Fighter, ja, ist halt, ne? Rebellen kriegen da halt einfach ziemlich viel Zeug, aber ich finde ihn jetzt nicht so bedrohlich, als dass es unfair wäre, dass sie das da bekommen. Nee. Er hat interessante Mechaniken drin, einfach mit dem Illicit-EMP-Emitter nicht angreifbarer Teil. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum Scum einen Teil nicht abschießen will, wenn er gekapert ist. Ist genauso, aber kriegt Scum halt Stress, wenn sie auf ein Schiff schießen, wo ein Rebellengefangener drauf ist. So, nee. Ja, also entsprechend, generell die gesamte Welle, sowohl der Rogue One Teil als auch jetzt Episode 7 Rebels Teil,
bringen coole neue Sachen mit, Zustände mit, für die Rogue Ones halt interessante Titel mit auch Bewegungsfixing, hier Bewegungskontrolle mit bei, Aufstellungsshenanigans mit dem Y-Shuttle, also viele neue Methoden, einfach das Spiel nochmal weiter anzuheizen. Also wieder viele neue Sachen, die darauf warten, ausprobiert zu werden. Oh ja. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne Mischfaction spielen, weil Dormitz mit Unka Plutt wäre schon ziemlich Ah ja, ich stelle dich mal da vorne raus. Jetzt kommst du auch an. cool. Ja. Aber naja. Trotzdem coole Welle, coole neue Sachen. Gibt noch viel auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe den Quadjumper bisher noch nicht gespielt, habe aber definitiv das noch vor. Und der Striker macht schon ziemlich viel Spaß, der Shuttle macht viel Spaß. Die U-Wing ist halt dann Voll nochmal genial, ein also recht gefällt mir cooles richtig Backship gut. für die Rebellen. Auch der TIE Fighter halt, als Captain Rex zumindest. Der spricht mich am meisten Ja, an. der ist so ein bisschen so ein Joker halt, ne? Je nachdem, wie man ihn einsetzt, kann der TIE Fighter halt so eine Lücke füllen und ein bisschen supporten oder blocken, Kontrolle ins Spiel bringen. Schon cool. Also muss man einfach dazu sagen. Ne? Ich bin generell, ne, so jung wie die Welle noch ist, so viele neue Möglichkeiten auch mit den ganzen anderen Schiffen können sich noch entwickeln. Vielleicht gibt es dann irgendwie neue bahnbrechende Turnierlisten, die die Leute überraschen werden, weil sie nicht damit gerechnet haben. Man merkt dem Spiel einfach an, es entwickelt sich weiter, Ja. richtig gut Ja, sie weiter. haben, die Designer haben es auch in einem Interview gesagt, dass sie halt nach neuen Möglichkeiten, also nach neuem, im Englischen sagt man Design Space, also ja, Gestaltungsräumen sucht. Und da haben sie halt jetzt die Aufstellungsphase mitgefunden für Hyperwellen-Kommunikationsscanner, Lieutenant Dormitz, aber auch Han Solo halt schon. Dann die Condition Cards als neue Mechanik eingebaut, da neue Effekte reinzugeben. Und ja, Traktor-Beam-Effekte werden jetzt auch nochmal stärker mit dem Quad-Jumper ins Spiel gebracht. Ionenkontrolle kommt zurück mit dem EMP-Emitter. Und ja, insgesamt eine coole Welle, bringt nochmal ordentlich Schwung, würfelt das Meta, glaube ich, nochmal durcheinander. Wäre schön, ist immer schön. Ja, ist immer schön. Und ich denke halt gerade, also Kylo Ren Shuttle-Titel gut gegen Atani-Listen, weil egal wer den Stress kriegt, alle kriegen Stress. Und Hey. sonst solche Sachen, dann EMP natürlich auch cool gegen Defender-Listen, weil ja, alle ionisiert, fliegen 1 geradeaus, kriegen nicht in Evade, haben vielleicht, wenn man es irgendwie hinkriegt, noch einen Stressmarker irgendwo her. Da kann man auch viel, viel Spaß mitmachen. Von daher, coole Welle, wir sind happy damit, wir haben Ja. richtig Bock darauf weiter zu zocken und ich hoffe, dass unsere Übersicht über diese Welle, die jetzt schon ziemlich lang sich auch zieht, euch gefallen hat, euch interessant für euch war, gebt Feedback dazu, habt ihr selber noch coole Kombinationen in der Welle entdeckt, Genau. dann Kommentare. schreibt das genau in die Kommentare, wir unterhalten uns da gerne mit euch und ja, sollten wir irgendwie dann doch nochmal zwischendurch was falsch vorgestellt haben, es passiert uns auch ab und zu mal, dann korrigiert uns, dann, damit es klar ist, damit alle sehen können, wie es wirklich ist. Und ja, an der Stelle sind wir durch. Ja. Danke fürs Zusehen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.